Unser Verhältnis zu Drogen ist ambivalent. Für die einen führen sie zu Sucht und Verfall, für die anderen sind sie eine Erweiterung des Bewusstseins. Der Schriftsteller Aldous Huxley zum Beispiel wollte in den 1950er Jahren dieses Tor zu einem größeren Bewusstsein öffnen. 100 Denker seiner Zeit sollten auf einen psychedelischen Drogentrip geschickt werden, darunter Albert Einstein und der Psychoanalytiker Carl Gustav Jung. Laut Huxley könnten Drogen die Menschen aus der beschränkten Perspektive ihrer Egos herausführen in die fernen Galaxien einer erweiterten Wahrnehmung. Es kam nicht dazu. In letzter Sekunde wurden dem Projekt die Mittel entzogen. Und so wurde die Geschichte der Psychedelika auf sehr unglückliche Weise verändert. LSD, MDMA, Pilze und so weiter, das klingt nach verschwitzten Clubs, Partydrogen und irgendwie alles andere als gesund. Was, wenn das nur die halbe Wahrheit wäre? Die aktuelle Trennung in legal und illegal folgt sicherlich einer eher gesellschaftlichen Logik und weniger einer medizinischen Logik. Angenommen, wir würden die gesellschaftliche Logik kurz mal ignorieren und das Thema ganz wissenschaftlich betrachten. Wir stehen kurz vor einer wissenschaftlichen Revolution von Psychedelika und MDMA, was ihren Einsatz in der Medizin angeht. Ist es vielleicht an der Zeit, unser Verhältnis zu bestimmten Drogen noch mal zu überdenken? Eins vorneweg, Drogen sind eine Gefahr für Menschen. Jedes Jahr sterben allein in Europa Tausende durch den Konsum harter Drogen wie Heroin oder Crack. Die Todesfolgen legaler Drogen wie Alkohol oder Tabak gehen noch weit darüber hinaus. Aber trotz aller Gefahren begleiten Drogen die Menschheit schon immer. Das Bestreben, das Bewusstsein zu ändern, sei es durch Substanzen oder auch durch andere Rituale, das ist letztendlich so alt wie die Menschheit selbst. In menschlichen Kulturen wurden immer Drogen konsumiert. Es ist ein Merkmal der Menschheit. Es gibt fast niemanden, der keine Drogen nimmt, sei es Kaffee oder Tee, Alkohol oder Tabak. Natürlich wurden in verschiedenen Kulturen unterschiedliche Drogen bevorzugt. Es wird vermutet, dass bereits Steinzeitmenschen Pilze nutzten, um in Trance zu kommen. Opium wurde im antiken Griechenland verwendet, Cannabis-Saunen bei den Skythen oder Mescalin vor 6000 Jahren am Rio Grande in Texas. Und Crystal Meth putschte Soldaten im Zweiten Weltkrieg auf. Oft waren Drogen tief in den Kulturen verankert. Es ging um Heilung, um schamanische Rituale und kollektive Trance. In der Neuzeit fingen die Menschen an, die Trips auch wissenschaftlich zu erforschen. Meiner Meinung nach war Humphrey Davy der erste Psychonaut. Er war der erste wissenschaftliche Philosoph aus dem Westen, der mit Psychedelika experimentierte. Der englische Chemiker Humphrey Davy gilt als einer der ersten Psychonauten, die mit Hilfe von Drogen die Psyche und das Unterbewusstsein ergründeten. Einen durch die Stickstoffmonoxid ausgelösten Trip, auch als Lachgas bekannt, beschrieb er so. Was man als Mensch bei diesen Dingen erlebt, muss so ähnlich sein, wie es für eine Fliege wäre, zu einem Menschen zu werden. Wenn sie dann wieder zurück zur Fliege wird, ist es ihr unmöglich, in Fliegensprache auszudrücken, wie es war. Können solche Trips nützlich für uns sein? Oder schaden sie uns eher? Bei den Experimenten mit Drogen ging es seit jeher um Grenzerfahrungen. Wie die ersten Seefahrer haben sich Schamanen und später Philosophen wie Davy unter dem Einfluss verschiedener Substanzen herausgewagt, wie sie es sahen, aus der Enge der menschlichen Existenz. Der Drogenkonsum funktioniert in Zyklen. Einige werden von der Mode gesteuert, andere von der Gesetzeslage oder politischen Launen.
Wir sehen zwei gegensätzliche Entwicklungen. Auf der einen Seite haben wir eine Anti-Drogen-Phase. Man versucht, den Konsum von Opiaten und Stimulantien zu unterbinden. Andererseits beobachten wir die Rückkehr von Cannabis und Psychedelika als Medizin. Und aus meiner Sicht ist das einer der großen Fortschritte der letzten 50 Jahre. Was genau konsumieren die Menschen eigentlich für Drogen? In der EU haben fast 30% der Erwachsenen mindestens einmal im Leben eine illegale Droge genommen. Ganz vorne steht Cannabis, mit großem Abstand folgen Ecstasy, Amphetamine, psychoaktive Pflanzen, Kokain und LSD. Wie gesagt, alles verboten. Und zwar fast auf der ganzen Welt. Die Verbote sollen die Menschen schützen und den Handel mit Drogen verhindern. Auch für die Wissenschaft sind sie nicht zugänglich. Doch daran gibt es Kritik, weil unter den illegalen Substanzen wertvolle Stoffe vermutet werden, deren Einsatz auch helfen könnte. Diese bemerkenswerten Chemikalien wurden Forschern aus einem einfachen Grund vorenthalten. Man wollte nicht, dass sie von Vietnam-Kriegsgegnern oder, im Fall von MDMA, in Clubs genommen werden. Das ist aber eine unglaubliche Zensur. Eine solche Zensur der Forschung hat es in der Geschichte noch nie gegeben. Und das hat mit dem War on Drugs, dem Krieg gegen Drogen der 1970er Jahre zu tun. Und ihm, dem damaligen US-Präsidenten Richard Nixon. Der War on Drugs war ein Mittel, bestimmte Wählergruppen seiner Gegner zu kriminalisieren. Also verbot er bestimmte psychedelische Drogen, vor allem LSD und Crack, in Anspielung auf die schwarze Bevölkerung. Es hatte politische Gründe, nicht logische oder wissenschaftliche, denn die gab es ja gar nicht. Mit dem US-amerikanischen Betäubungsmittelgesetz von 1970 wurden Drogen in Klassen eingeteilt. Marihuana, LSD und das in Pilzen vorkommende Psilocybin gehörten zusammen mit Heroin zu den gefährlichsten Drogen der Gruppe 1. Von da an waren sie auch für die Wissenschaft tabu. Was der War on Drugs auch bedingt hat, und das ist aus meiner medizinischen Sicht sehr bedauerlich, dass er die Forschung, die medizinische Forschung an diesen Substanzen auch deutlich erschwert hat. Und dabei gab es unter einigen Forschenden schon in den 1950er Jahren, also vor der Kriegserklärung an die Drogen, die Ansicht, dass nicht alle Drogen nur Schaden anrichten. Psychedelische Drogen etwa können unter bestimmten Umständen helfen. LSD zum Beispiel bei Depressionen und Alkoholismus. Falls das stimmt, haben wir uns dann seit Jahrzehnten wieder besseren Wissens einer Heilungsmöglichkeit beraubt? In den 50 Jahren, seit die Droge verboten ist, sind wahrscheinlich 100 Millionen Menschen vorzeitig an den Folgen von Alkoholismus gestorben. Jetzt nehmen wir mal an, LSD hätte nur 10% von ihnen gerettet. Es wären vermutlich mehr, aber sagen wir, es wären nur 10%. Das wären 10 Millionen gerettete Leben. Und nun überlegen wir mal, wie viele Menschen durch das Verbot von LSD gerettet wurden. Wahrscheinlich kein einziger. Entscheidungen über die Nutzung von Drogen sollten von Wissenschaftlern und Gesundheitsexperten getroffen werden, damit es eine richtige Balance zwischen Nutzen und Schaden gibt. Okay, fangen wir mal beim Schaden an. Wie groß sind die Gefahren, die von Drogen ausgehen? Wenn wir über die Gefährlichkeit von psychoaktiven Substanzen sprechen, dann ist das zwar eine leichte Frage, aber die Antwort ist gar nicht so leicht. Das ist ähnlich wie die Frage, was ist das größte auf dem Land lebende Tier? Ist das der Elefant, weil er am schwersten ist? Oder ist es die Giraffe, weil sie am größten ist? Oder ist es doch die Anaconda, weil sie am längsten ist? Also es ist immer die Frage danach, um welche Ebene geht es hier? Die Gefährlichkeit von Drogen wurde in verschiedenen Studien belegt. Beispielsweise wurde das Abhängigkeitspotenzial gegenüber Drogen wie Heroin oder Opium an Ratten getestet.
Dazu wurden die Tiere in Vorrichtungen gesetzt, in denen sie sich zwischen Wasser und Drogen entscheiden konnten. Und was haben sie gewählt? Die Drogen. Auf Experimenten wie diesen basiert das klassische Krankheitsbild der Sucht. Im Kern lautet die These, die Drogen selbst machen süchtig. Denn ihrer chemischen Struktur kann sich niemand entziehen. Doch offenbar ist das nur die halbe Wahrheit. Ende der 70er Jahre wiederholten Forschende in Kanada die Experimente, denn sie hatten Zweifel an den vorherigen Versuchen. Sie bauten den Tieren einen kleinen Park. Und das war der entscheidende Unterschied. Mehr Auslauf, soziale Kontakte und Paarungsmöglichkeiten. Sie nannten es Rat Park, den Rattenpark. Das Ergebnis war erstaunlich. Kaum eine Ratte hatte die Drogen angerührt. Es ist auch das Umfeld, das zur Sucht führt oder davor schützt. Das Rat Park Experiment sollte seinerzeit damit aufräumen, dass letztendlich nur eine Substanz eine Abhängigkeit verursacht, sondern eben auch Setting. Die sozialen Umstände sind von enormer Bedeutung. Es ist nie nur die Droge selbst. 2009 veröffentlichte David Nutt, damals Berater der britischen Regierung, eine neue Gefahrentabelle für Drogen. Vorausgegangen war ein Auftrag des Gesundheitsministers. Es gab vereinzelte Todesfälle im Zusammenhang mit Ecstasy und die Regierung hatte mich gebeten zu überlegen, was man dagegen tun kann. Ich habe zwei Studien veröffentlicht. Eine liegt dar, dass Alkohol schädlicher ist als Ecstasy. Und in der zweiten habe ich geschrieben, dass Ecstasy weniger gefährlich ist als Reiten. Niemand hat sich für die erste Studie interessiert, weil sie wussten, dass es stimmt. Aber die zweite Studie hat wirklich einen Nerv in der britischen Psyche getroffen. Nutt erstellte ein Ranking der Gefährlichkeit verschiedener Drogen. Dabei unterschied er unter anderem zwischen der Gefahr für die Einnehmenden selbst und der Gefährdung der Mitmenschen. Und das ist ja die Stärke dieser Tabelle, dass sie eben verschiedene Aspekte erfasst. Und dass man dann eben sehen kann, sprechen wir von Risiko für den Konsumenten selbst oder sprechen wir über das Risiko für das Umfeld. Und dadurch verschieben sich ja auch die Plätze in dem Ranking. Es war Alkohol, der nach genauerer Analyse auf dem ersten Platz der Liste landete. Tabak lag auf Platz 6 oder 7. Es ergab sich ein Bild, das zum Teil überhaupt nicht mit der praktizierten Drogenpolitik zusammenpassen wollte. Am unteren Ende der Tabelle waren Drogen wie LSD, Magic Mushrooms, Ecstasy aufgeführt. Also Drogen, die sehr interessant für medizinische Behandlungen sind und wichtige Werkzeuge sein könnten. Die Aufregung war groß und Nutt verlor seinen Job als Regierungsberater. Gleichzeitig kam wieder Schwung in die Forschung und erste Studien mit illegalen Drogen wurden unter strenger Kontrolle zugelassen. Heute fokussiert sich die Wissenschaft beim Einsatz dieser Drogen auf zwei Felder: Depression und Sucht. Es sind Volkskrankheiten, die mit Wirkstoffen wie MDMA, LSD oder Psilocybin, dem Wirkstoff in Magic Mushrooms, behandelt werden könnten. Sie scheinen die Fähigkeit zu haben, negative Gedankenprozesse zu unterbrechen. Sie geben Menschen die Möglichkeit, aus dem Grübeln und dem Kreislauf der Selbstzweifel auszubrechen. Um herauszufinden, wie genau die Substanzen funktionieren und ob sie uns von Nutzen sein können, müssen wir verstehen, wie sie wirken. Es beginnt auf der kleinsten Ebene. Dort, in der Welt der Hormone und Botenstoffe, fängt alles an. Hier geht es nicht um Trips oder halluzinogene Zustände. Hier geht es um etwas viel Wesentlicheres. Wenn also ein Reiz in der einen Nervenzelle ankommt und auf die andere Nervenzelle übertragen werden soll, dann passiert das über die Botenstoffe. Manche nennen das Hormone, wir nennen das Botenstoffe oder auch Neurotransmitter. Also das heißt, es wird ein Botenstoff ausgeschüttet und dieser Botenstoff entwickelt dann seinen Effekt an der zweiten Nervenzelle. Und letztendlich geht es immer darum, welche Konzentration haben diese Neurotransmitter in diesem synaptischen Spalt. Im Ergebnis geht es um die Koordination der Gehirnfunktionen. Das sind nicht nur Erinnerung und Lernen, sondern auch Zuordnungen oder die Zuweisung von positiven wie negativen Emotionen und alle anderen Körperreaktionen, wie Bewegung zum Beispiel.
Botenstoffe steuern zentrale Prozesse des Körpers. Sie haben wichtigen Einfluss auf unsere Gefühle und Körperfunktionen, wie Glücksgefühle, Angst oder Trauer. Drogen manipulieren diese chemischen Stoffe im Gehirn, indem sie sie stören oder verstärken. In ihrer Wirkung lassen sich Drogen grob in drei Gruppen einteilen. Die Upper, die Downer und die All-Arounder. Kokain ist ein klassischer Upper, also aufputschend. Zu dieser Gruppe gehören zum Beispiel auch Nikotin und Koffein. Baldrian, Heroin und Opiate gehören zu den Downern. Sie wirken beruhigend auf uns ein. Und LSD und Magic Mushrooms, die Psychedelika, nennt man auch All-Arounder. Sie öffnen das Bewusstsein. Im Grunde wirken die Hormone in unserem Gehirn auch wie Drogen. Botenstoffe und Hormone regulieren unsere Stimmungen. Es ist eine Frage der Menge. Und die kann durch Drogen entsprechend verändert werden. Je nach Substanz wird dann beispielsweise ganz viel Serotonin ausgeschüttet auf einmal oder ganz viel Dopamin oder ganz viel Noradrenalin oder alles drei in unterschiedlicher Kombination. Und das ist das, was den Effekt von psychoaktiven Substanzen dann bedingt. Okay, jetzt aber noch mal grundsätzlich. Richtig clean geht also eigentlich gar nicht. Wenn man sich das Bild vor Augen führt, dass ein Gehirn ohne Botenstoffe letztendlich ist wie ein Motor ohne Treibstoff, dann kann man sagen, nein, das ist nicht möglich. Und genau hier liegt der Hund begraben. Psychoaktive Drogen stimulieren Botenstoffe und regen damit bestimmte Prozesse in unserem Gehirn an. Bedeutet die Kriminalisierung solcher Substanzen überspitzt gesagt nicht auch die Kriminalisierung dieser Prozesse? Um nicht zu sagen, der Funktionsweise unseres Gehirns? Wäre es nicht klüger, darüber nachzudenken, wie wir diese Stoffe für uns nutzen könnten? Genau hier sehen Forschende das Potenzial von Drogen und wenden sie aktuell schon in klinischen Studien an, vor allem bei Depression und Sucht. Man kann sich das Gehirn vorstellen wie verschiedene Areale oder Netzwerke, die jeweils eine eigene Aufgabe haben. Das Hören und für das Sehen, Berührung und so weiter. Wenn man sich jetzt vorstellt, dass es quasi einen zentralen Filter gibt, der verhindert, dass durch den Raum hindurch gesprochen wird, dafür sorgt, dass quasi nur mehr oder weniger benachbarte Netzwerke miteinander kommunizieren, also beispielsweise diese hier. Und Psilocybin sorgt eben jetzt dafür, dass dieser Filter aufgehoben wird und dass dadurch eben eine erhöhte, wir nennen das Konnektivität, stattfindet. Sie dafür sorgt, dass eben beispielsweise Bereiche, die sonst nicht miteinander in Verbindung stehen, kommunizieren. Dass es dazu führt, dass Klänge gesehen werden können, Berührungen gesehen werden können oder auch theoretisch andere Sinneseindrücke gerochen oder geschmeckt werden. Und das bedingt letztendlich, dass wir Geräusche intensiver und auch anders wahrnehmen, Berührung anders wahrnehmen. Alles ist intensiviert. Man kann es auch so sehen, dass diese Stoffe das Gehirn in den Zustand eines Babys versetzen. Ein Zustand, in dem alles möglich war und sich noch jeder Teil des Gehirns mit allen anderen verbinden konnte. Anders als Antidepressiva, die den Gefühlshaushalt regulieren, sollen Drogen für neue Erfahrungen öffnen. Sie versetzen das Gehirn in einen Zustand der Aufnahmebereitschaft. Und so können echte Veränderungsprozesse in Gang gesetzt werden. Alkoholabhängige denken 80% ihrer Zeit an den nächsten Drink. Wir denken, dass Psychedelika imstande sind, diese Gedankenprozesse zu unterbrechen und die Menschen so ihr Verhältnis zu Alkohol und Tabak neu ordnen können. Es geht also um die Veränderung von Denkprozessen. Das klingt jetzt nicht gewaltig, aber für Menschen mit Depressionen kann das eine enorme Herausforderung sein. Das Gehirn dieser Menschen ist von einem Denken blockiert, das negativ und destruktiv zu sich selbst ist. Psychedelika brechen das auf und ermöglichen es ihnen, Verbindungen im Gehirn zu knüpfen, die sie teilweise für 20, 30 Jahre nicht machen konnten. Indem sie diese neuen Verbindungen herstellen, wie beim Baby, können sie Lösungen entdecken und eine neue Art zu denken. Bisher werden Depressionen oft mit Antidepressiva behandelt. Da davon ausgegangen wird, dass es Depressiven am Glückshormon Serotonin mangelt, erhöhen Antidepressiva dessen Konzentration.
In der therapeutischen Anwendung mit psychedelischen Drogen geht es dagegen um eine Erfahrung, um ein subjektives Erleben. Zum Beispiel um eine eng begleitete Halluzination. In warm beleuchteten Räumen und mit ruhiger Musik kommen die Patienten dabei auf ihren Trip. Wir haben herausgefunden, dass diese Drogen ganz grundsätzlich die Aktivität im Gehirn verändern. Sie verändern sie von einem sehr synchronisierten und sehr organisierten Zustand hin zu einem Zustand, der sehr unorganisiert ist. Neue Verbindungen können einfacher entstehen. Und dadurch, so ist der Gedanke, sind eben die Betroffenen dann auch empfänglicher für psychotherapeutische Interventionen. Was wirklich wichtig ist zu begreifen, depressive Menschen haben keinen Spaß, wenn sie auf einem psychedelischen Trip sind. Man kann Gefühle erleben, die man noch nie zuvor hatte. Nicht Freude, Schmerz oder Neugierde, sondern etwas völlig anderes. Und das kann für diese Menschen sehr überwältigend sein, weil sie nicht wissen, wie sie damit umgehen sollen. Deswegen braucht es danach oft eine Einordnung, um das Ganze zu verstehen. Deswegen wird die Droge auch nur ein-, zweimal während der Therapie verabreicht. Und die dauert Wochen. Im Vergleich zu anderen illegalen Drogen, die bereits medizinisch genutzt werden, sind Pilze und LSD eher harmlos. Dass wir psychoaktive Substanzen in der Medizin einsetzen, ist im Grunde genommen gar nichts Neues. Beispielsweise Ketamin, die vielen vielleicht als Partydroge bekannt ist, die aber in der Medizin auch einen ganz festen Platz hat. Beispielsweise in der Notfallmedizin, weil sie stark schmerzstillend wirkt und gleichzeitig aber den Kreislauf nicht unterdrückt. Wenn du den Ärzten erlaubst, Fentanyl zu verschreiben, eine der gefährlichsten Drogen überhaupt, dann kannst du ihnen zweifellos erlauben, Psilocybin zu verschreiben, das zu den ungefährlichsten Drogen gehört. Der Staat tut sich schwer mit der Erforschung halluzinogener Drogen, weil sie nun mal illegal sind. Und auch die Pharmaindustrie setzt trotz vielversprechender Wirkung bisher nicht auf Magic Mushrooms, LSD und Co. Manche Wissenschaftler vermuten neben der Tatsache, dass sie verboten sind, noch einen anderen Grund. Ein interessanter Aspekt von psychedelischen Therapien ist, dass sie das ganze Paradigma verändern. Bis jetzt müssen Medikamente gegen Depressionen und Psychosen täglich eingenommen werden. Aber nun stehen wir davor zu sagen, vielleicht kann man den gesamten Geisteszustand der Patienten mit einer oder zwei Dosen verändern. Das klingt natürlich nicht sehr verlockend für die Pharmaindustrie. Und tatsächlich arbeitet momentan keine der großen Firmen auf diesem Feld. Ob wir zukünftig mehr Drogen zur Behandlung von Krankheiten wie Sucht und Depressionen einsetzen werden, ist also nicht sicher. Forschende denken aber noch viel weiter. Und jetzt wird es ein bisschen spekulativer. Was, wenn der Konsum von psychoaktiven Substanzen noch eine ganz andere Dimension öffnen könnte? Was, wenn er uns wieder stärker mit dem Planeten verbinden würde? Neueste Studien haben gezeigt, dass psychedelische Substanzen auch mehr Naturverbundenheit hervorrufen können. Anders ausgedrückt, ein größeres Mitgefühl mit Pflanzen und so weiter. Nun ja, man kann das entweder als bloße Halluzination betrachten oder darin eine größere Wahrnehmung der Realität sehen. Stellen wir uns einen Eisberg vor. Von ihm sehen wir nur die Spitze. Während der größte Teil für uns nicht sichtbar unter Wasser liegt. Die allgemeine normale Wahrnehmung der Realität ist nur die Spitze des Eisbergs im Verhältnis zu all den Möglichkeiten von Erfahrungen, die insbesondere durch psychedelische Drogen ermöglicht werden können. Klingt schon sehr abstrakt. Ein drogeninduziertes Verbinden mit der Natur, das dann wiederum dabei helfen soll, unsere ökologischen Probleme in den Griff zu kriegen? Tiefenökologie ist eine Bewegung, die vom norwegischen Philosophen Arne Næss begründet wurde. Er sagt, es sei nicht genug, einfach unseren Plastik- oder Spritverbrauch und so weiter zu reduzieren. Wir müssen unser tieferes metaphysisches Verhältnis zur Realität verändern, wenn wir diese ökologische Krise wirklich beheben wollen. Vielleicht erleben wir eine neue Art zu leben,
indem wir unsere sehr einfache und mechanische Sicht auf die Welt schneller, weiter, höher erweitern oder wenigstens durcheinander bringen. Psychedelika könnten nützlich darin sein, Menschen mit dem zu verbinden, was passieren muss, damit wir die Natur erhalten. Ich kann das natürlich nicht beweisen. So, genug der Spekulation. Was machen wir denn jetzt? Etwa alle Psilocybin oder LSD nehmen? Vielleicht fangen wir erst einmal damit an, unsere Einstellung gegenüber diesen Drogen zu überdenken. Legal ist okay und ungefährlich. Illegal ist sehr gefährlich. Dass sich das aufweicht, das wäre sozusagen meine Hoffnung. Oder beziehungsweise, dass es sich differenziert. Differenziert nach der eigentlichen Gefährlichkeit und nach dem eigentlichen therapeutischen Potenzial aus medizinischer, wissenschaftlicher Sicht. In ein paar Jahren könnten die ersten Zulassungen für MDMA und Psilocybin kommen. Derzeit laufen mehrere klinische Studien mit diesen Stoffen, auch in Deutschland und Frankreich. In den USA hat die zuständige Aufsichtsbehörde Psilocybin als sogenannte Durchbruchtherapie bei Depressionen und MDMA bei posttraumatischen Belastungsstörungen eingestuft. Wissenschaftler rechnen deswegen bereits in wenigen Jahren mit einer Zulassung für psychoaktive Substanzen unter medizinischer Aufsicht. Für Suchtkranke und Depressive wäre das eine Chance. Und vielleicht normalisiert sich unser Verhältnis zu diesen Drogen dann etwas. Auch wenn wir nicht gleich die ganze Welt mit ihnen retten werden.